Hallo Leute, ich bin gerade im Passauer Hauptbahnhof, ich fahre wieder mit dem Zug. Hier ist gerade ICE eingetroffen, habe ich leider nicht gefunden, bin ich zu spät bis der Verkehr ist im Passauer, eine Katastrophe einfach. Das Video wird wieder geschnitten, ich weiß nicht wann das alles reinkommt, weil ich möchte jetzt bei mir eh bald um 10 und... GC. Ja, und wir werden halt bald umziehen. Ich möchte so viel Video nur schnell vom Pass haben, wie es noch geht. Ja, ich muss jetzt schnell aufs Klo. Bis gleich. Dann darfst du nicht vergessen, wo wir nach Westen kamen, da war es ja noch den. Da haben wir ja nichts gehabt. Da braucht der Fernseher, da hat Mike gesagt, wenn wir zu dir kommen. Aber ich war vergessen. Und ich krieg 100 Euro Rabatt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der RB nach Mühldorf. Im Namen der Südostbayernbahn wünschen wir Ihnen eine angenehme Reise. Zeiten eigentlich einfach anders sagen. Die machen
Nächste Station, Neustift. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, guck mal hier vorne.
Oh, du bist kalt gewesen. Das ist romantisch hier. Einfach ein Neustift. Drei Viertel oder? Schönes Fahren hier nach Moskau. Moskau. So fährt er von Neustadt, nach hier Frankreich gewesen. So fährt er. Große Klasse. Der fährt von Neustadt durch. Von Neustadt bis Weißenburg, halb gut, dreiviertel Stunde fahre ich. Von Neustadt bis Neuburg. Tageskarte kann ich direkt rufen. Tageskarte. Ich fahre bis Straßburg. Weil wir fahren immer bis Neustadt, dann müssen wir aber umsteigen. Dann müssen wir Zug buchen. Nein. Das ist aber auch wieder schon. Straßburg. Das geht bis Wissenburg, die Fahrt. Natürlich. Eine ganz tolle Ecke, die durch die Weinberge. Schön. Haben wir schon gemacht. Durchgelaufen, ne? Weißenburg? Das sind die Weide. Das ist solche Weinberge. Super. Schön. Das ist die letzte Haltestelle in Deutschland aus. Schweigen? Wir Schweigen ist keine Haltestelle. Schweigen ist. Was ist ein Auto los? Ja, warte mal, wir sind da hinten. Wir sind mitgelaufen. Ah, ne, dann sind wir von Weißenburg zurückgelaufen. Nach Schweigen. Das ist die letzte Haltestelle. Da ist keine Bahnstation. Und jetzt sind wir mit dem Bus. Bus eben gefahren. Was ist die letzte Haltestelle in Deutschland? Ich weiß nicht, wie die ist. Steinfeld? Nee. Ist zu weit, aber ist das Steinfeld? Ist zu weit bis Wissenburg oder was? Steinfeld kann man hinlaufen. Von Weißenburg bis Schweigen, das ist eine deutsche Weintour, da kannst du locker laufen. Ich dachte, mit dem Tom war, da wollte er sich. Für einen kostet 18, ne? 18 kostet für einen. Wie, von? Brauchst du sowas nicht?
in Deutschland genauso gut heute. Wenn du in der Weinschule dazu trinkst, schmeckt das nicht besonders als für mich. Pizza würde ich dazu geben. Da wird schon Pizza machen. Nee, da muss Speck und Zwiebeln drauf essen. Das schmeckt so. Und die Abendsonne, ist total schön. Nächste Station, Neukirchen am Inn, Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte beim Triebfahrzeugführer melden. Und ehrlich? Ich sag mich durch. Ach du Scheiße. Dieser auf der Strecke. Achso, der Beine oben. Da musst du mal vorne runter. Nee, vorne, da musst du irgendwo drücken. Hier musst du vorlaufen. Ja klar, wahrscheinlich. Hier für uns ist es nicht weiter, wir können es früher. Ja, hallo. Wenn hier einer angeflitzt kommt, dann noch was. Das ist ja Putzern, der hat wie ein Bus. Ja gut, das ist ja blöd. Bus heißt ein Drücker. Du hast ja nicht richtig gedrückt ja bei der Hand. Ich habe das gar nicht richtig gedrückt vorhin. Du musst nicht piepen vorhin. Doch, ich hab gesehen, dass da stand Wagen gehalten. Nee, noch nicht. Achso, ich dann das zweite Mal drauf gedrückt habe. Ach so? Nächste Station, Neukirchen am Inn. Genau so in der Tunnel. So festerweise. Das schmeckt gut, richtig Freibier hier, ja, helles. Lecker. So gefällt mir das gut. Schöne Landwirtschaft hier. Wunderschön hier. So fährst du von Deutschland nach Weißenburg, fährst du los, oder? Weit, doch. Nach Weißenburg fährst du los, oder? Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da warst du hier an dem Ding gesessen, hast du die Kirche und konntest du nicht mehr sehen. Die ist runter. Genau. Über die Brücke. Ja, gut, das ist voll. Das ist eine Strecke, die kriegst du Angstzustände. Ich bin schon mal alleine und bist auch mal mit. Ich bin mal alleine. Wir sind hier vorne seitlich gesessen. Das ist so schräg. Du fährst nicht über die Autobahnbrücke, du fährst ja über die Eisenbahn. Ja, das ist übel. Das ist die erste Eisenbahnbrücke. Du siehst, da guckst du runter und siehst du nichts mehr. Dann guckst du nur noch runter. Ja, das ist die Viaduktbrücke. Aber ich würde das aber anders ziehen. Aber die Brücke ist traumhaft. Da fährt er nicht so gechillt wie hier. Da passiert das nicht so viel. Das ist schön. Das ist ja schön. Das ist überschön. Das ist die Gölzstahlbrücke, nennt sich das. Das ist eine gemauerte Viadukt. Schöne Ecke hier.
Nächste Station, Fürstenzell. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, an der Bahnsteig ist es für gut. Fein, oder?
Nächste Station, Bad Höhnstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und der hat so lange gehalten. Ja, vom Schwein. Damals gab es noch keine Kitzel. Das kam ja später. Sie kam nach dem Osten. Die kam nach dem Osten, Peter. Der Martin und die, hatten jeder eine dicke Packung Zigaretten. Und dann ging der, ich weiß nicht, wie viel mit hat. Die hat ja jeder zwei Schachteln gerochen. Hat völlig verrückt gerochen. Die Mutter hat ja auch gerochen, meine Mutter. Ich kenne sie nicht mehr. Und da hat meine Mutter meine Augen mir oben eine Weste gerissen. Ich kenne es nicht mehr, was die gerufen. Und da haben die gesagt, nee, Casino rufen wir nicht. Die hat ein Magazin gerufen. Ich kenne den Rüber nicht mehr. Rüber hat die Döne. Was? Aber Rüber hat nie gerufen, ja? Weil so. Einmal da? Nee, der hat nie gerufen. War die immer schon? Ja, der hat nie gerufen. Und die wollen, da haben wir zwingend geflasht. Eine Flasche französischen Cognac haben wir getötet mit Opa. Und durchgebrannt worden. Der erste Jünger von der Familie. Nein, Seitdem hat er nicht mehr gehocht. Ja, hat er auch gesagt. Bei unserer Hochzeit haben wir angefangen. Er hat vorher aufgehört. Vorher vielleicht. 19, 20, 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 aus Hamburg, ein Paket geschickt, das lässt sich an. Da hat der Opa noch nicht. Die muss ich rocken. Das war seine Welt. Lange lebt. Ja, klar. Aber er war im Krankenhaus, aber der war krank.
Hat sie immer richtig erholt seitdem, so. Noch scheiße. Ja, ich kann das nicht erinnern, dass jetzt meine Freunde so sind, der Enkel so sind, der Krankel so sind. Nö. Nee. Ja, der Omi mehr. Der war schon mal so. Ist das so? Ja. Der wollte. Gut, dann ist seine Wege gerade gemacht. Er hatte nicht viel Luft gekriegt. Nächste Station, Engerzham, Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte beim Triebfahrzeugführer melden. Früher war es schon so, dass er eigentlich lang gelebt hat. Ja, 85 Jahre. Das war für das Leben. Kohle schleppen, die Kohle ist verschweigen. 85. 5 Abschüsse gewonnen. Was? 5 Abschüsse gewonnen. Ja, dann. Das ist schon. Wie vielen, die vielen Brikettsäcke, die der schleppen müsste? Ja, die Oranberg-Dreck hat noch was zu tun. Ja, der erste Brüder, der Oranberg-Dreck. Schade. Wo war er? Wie lange war er gestern? Lange oder was? Da war ein Epidemie. Oranberg, der von den Russen. War von den Russen, der hat gut verdient. Ja, der ist schon in Dresden gewohnt, ist eine Woche, die ganze Woche dort gewesen. Ja, so. Was war dort? Da ist mehr See hinterher. Jetzt kommt noch Seelsbach, der Rüstloch von deinem Hobby. Ja? Ach doch, das ist Da kommt Rüstloch, ne? Die schöne Ecke hier durch die Tür. Ja.
Nächste Station, Sulzbach am Inn. Görlitz bis Aachen wahrscheinlich. Görlitz bis Aachen. Alles mit regionaler Bahn. Ich bin morgen mit vorne. Ja, mit vorne. Du musst gerade schon mehrere von Strecken. Das ist doch gut, oder? Zwei Kerschen. Ich würde es gerne. Ja, schön. Dann machen wir Sandhofen. Sandhofen ist das nächste. Sonthofen bis Flensburg, also alles im Regenbogen. Sonthofen bis Flensburg. Ist das die Oberstdorf? Ich glaube, Sonthofen ist das südlichste. Nee. Ist das Oberstdorf. Ich habe extra mal Oberstdorf ist hier südlich. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sonthofen ist das ganz zentral. Südlichste Stadt Deutschlands. Denkst du, das Oberstdorf ist? Ja. Nein, das ist Gemeinde, das ist jetzt der Stadt. Südlichster Punkt von mir aus. Ja, südlichster Punkt ist Oberstdorf. Ich bin nicht sicher. Da ist aber eine schwere Stadt wahrscheinlich. Der Nordlichter ist ja deutlich, ist in Flensburg, oder? Wir wissen, wir sind jetzt.
erzählt, da denkt jeder vielleicht, oh, hier kannst du mal ein paar Euro abzapfen. Alles passiert, alles passiert. Nächste Station, Rußdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wenn du nicht viel brauchst, bist du gleich wieder raus. Die tendieren selber. Ja, dann musst du am Arsch mal die Köpfe vorbeigehen. Die
Nächste Station, Pocking. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dann müssen die Wetter dort um 18 Uhr. Natürlich dürfen Sie. Ich dachte nur, Sie wollten vielleicht irgendwo bei Bedarfsrad aussteigen. Nein. Gucken Sie. In Birnbach steigen wir aus. In Birnbach, da halten wir sowieso. Thank you.
hört sich so sanft an. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und schöne Reise. Danke. Muss ich wieder aus. Zeitung aus von Boston Neupress. Mein Praktikum, ja. Monatlich 40 Euro. Irgendwie dafür. Und sonst?
gleich aber so Therapie, weil ich früher einen Ausrasten gehabt habe und alles, weil ich so viel Stress gekommen ist zu Hause. Habe ich jeden Mittwoch. Benutze ich dann die Gelegenheit, dass ich mit der Bahn fahre. Sehe ich auch nicht.